Ja, hallo, ich bin Anke Templiner vom Leserlein Verlag. Wir machen unter anderem das Magazin Volley Max, das Spieltagsmagazin für die BR Volleys. An meiner Seite heute Felix Fischer. Herzlich willkommen. Hallo. Warum hast du dich entschieden, noch während deiner aktiven Zeit ein Praktikum zu machen? Ah ja, das ist ganz klar. Also, man kann Volleyball nicht ein Leben lang spielen. Man muss sich auch schon in seiner Karriere darauf vorbereiten, was passiert, wenn ich nicht mehr Volleyball spielen will oder Volleyball spielen kann. Das weiß man ja nie. Hm. Und ich habe halt jetzt schon vorher ein Studium gemacht in Richtung Sport und Erziehung. Das hat mir jetzt nicht so, war jetzt nicht so mein Ding. Und da habe ich mir überlegt, was kann ich denn noch, in welche Richtung kann es denn noch für mich interessant werden? Und dann habe ich mal so ein bisschen in mich gehabt, überlegt, so IT wäre natürlich mein Ding. Also, wie hast du deine Zeit hier erlebt? Hat es dir gefallen, also in der Leserlein? Bis jetzt war alles super. Also die Jungs, die drei, sind echt super entspannt. Der geiles Team, also man hat auch eine coole Atmosphäre, man kann auch mal blöde Scherze machen und kriegt nicht gleich eins auf den Mund. Ja, haben ja wirklich alles mit Geduld erklärt und wenn ich halt nochmal eine doofe Frage hatte, haben sie trotzdem die wieder beantwortet, auch wenn ich es ja schon dreimal gestellt habe, weil ich es schon verstanden habe, aber wieder vergessen habe. Da sind sie echt, sind sie mir nicht böse, wenn ich dann vier oder fünfmal die gleiche Frage stelle. Wird es auch die Branche sein, die du tendenziell also, hast? Das ist jetzt so, nach den zwei Wochen sage ich mir jetzt genau das, so könnte ich mir das vorstellen. Das wäre so das Ding für mich, halt den Support für die Mitarbeiter, dass halt deren Rechner funktionieren, dass da alles funktioniert, weil ihr habt ja viele Programme auf euren Rechnern und jede Abteilung hat halt ihre eigenen, dass die funktionieren. Macht Spaß runter, bist halt wieder im Kontakt mit anderen, bist halt nicht nur in deinem Büro, sondern musst mal runter, musst doch mal quatschen, lernst dadurch natürlich auch die ganzen Leute viel besser kennen. Kanntest du eine Leserlein schon vorher? Ja, klar, also ich bin jetzt ja, wie lange bei Berlin, ist jetzt meine 13. Saison. Und ich glaube, ihr seid seit 6 oder 7 Jahren unsere Sponsoren, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber ich bin ja seitdem ihr gekommen seid, war ich ja auch schon da. Ich weiß halt auch, dass halt, wenn mal die BR Volley spontan irgendwas brauchen, irgendein Flyer, irgendwas, dass so was ich jetzt hintenrum gehört habe, das ist halt immer ziemlich schnell, man kann bei euch anfragen, ihr seid sofort, alles klar, schickt uns rüber, wir gucken drüber und schicken das direkt in Druck, dann ist es am nächsten Tag da. Also ja, vielen Dank für das Interview. Bitte schön. Eine schöne Zeit bei Leserlein. Dankeschön. Ja.